Wir sagen euch herzlich willkommen. Willkommen zu unserem lebendigen Advent. Wir wollen euch Gelegenheit geben, euch ein wenig einzustimmen. Einzustimmen auf Weihnachten. Es ist schön, dass ihr hier seid. Auf unserem Kanal beim lebendigen Advent. Genießt es. Habt eine besinnliche Zeit. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns. Komm, du Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, belebe uns. Wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist. Brenne in uns, Heiliger Geist. Wirke in uns. Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist. Wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, mach du uns eins. Komm, du Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und schaff uns neu. Wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns. Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Ich zünde ein Licht an, damit es in unserer Mitte leuchtet. Es ist ein Zeichen für das Licht, das mit Jesus Christus in die dunkle Welt gekommen ist. Lasst uns das Licht weitergeben, damit für viele Menschen sichtbar wird, Gott kommt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du Gott, wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen. Thank you, Heavenly Father, for your love for me. I'm forever grateful. Changed my destiny. Thank you, God, for Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my heart. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. You for the purpose you have placed in me.
Jesus in me, Jesus in my house, all of my life, and always will be. Thank you for the purpose you have placed in me. Thank you for forgiveness and the chance to start again. I face the future knowing I will be safe and sound with Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He. Das schönste Weihnachtsfest. Dieses Jahr war Marias 11. Weihnachten. Sie freute sich schon wieder auf die Geschenke und die Weihnachtskugeln, die glitzerten und funkelten wie der Schnee, der vor ein paar Tagen gefallen war. Marias beste Freundin Jasmin war seit einem Autounfall querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl. Manchmal fragte sich Maria, wie Jasmin an Weihnachten glücklich sein konnte, weil sie doch im Rollstuhl saß. Dieses Jahr wollten Maria und Jasmin am Weihnachtsnachmittag bei einem selbst dekorierten Weihnachtsbaum zusammen feiern. Am 23. Dezember ging Maria nach der Schule mit der ganzen Dekoration zu Jasmin, um sie abzuholen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zu dem Bach, neben dem ein hübscher kleiner Tannenbaum stand. Angekommen, gab Jasmin die Deko zu Maria und die hängte sie dann auf. Als die Arbeit getan war, blieben sie noch da und sahen auf die weißen Flächen, die sich hinter dem Bach erstreckten. In Marias Kopf wirbelten die Gedanken herum und sie fühlte die Vorfreude auf die Geschenke. Sie war glücklich. Was sie wohl bekam? Dann machten sie sich auf den Weg nach Hause. Als sie Jasmin abgeliefert hatte, besorgte Maria noch schnell das Geschenk für ihre Freundin. Nach langem Suchen fand sie, wonach sie gesucht hatte, und kaufte es. Am nächsten Morgen, am Weihnachtsmorgen, stürmte Maria aus dem Bett, zog sich schnell an und verpackte noch das Geschenk für Jasmin. Sie machte sich nach dem Mittagessen auf den Weg und holte ihre Freundin ab. Zusammen saßen sie dann ein wenig da und bewunderten ihren Tannenbaum. »Lass uns jetzt die Geschenke auspacken«, rief Maria und holte das hübsch verpackte Geschenk für Jasmin. Die öffnete sorgfältig das glitzernde rote Papier mit der funkelnden grünen Schleife. Darin lag eine wunderschöne Goldkette mit vielen Diamanten und eine kleine Feenfigur. »Wunderhübsch«, rief Jasmin und überreichte Maria ihr Geschenk. Das Mädchen riss an dem wunderschönen türkis funkelnden Geschenkpapier mit der hübschen rosa Schleife. Zum Vorschein kam eine zarte türkise Weihnachtskugel mit silbernen eingravierten Familien aus aller Welt. »Wunderschön«, rief Maria erfreut und auch ein bisschen überrascht. »Die Familie ist doch das Wichtigste. Und da du das nie ganz verstanden hast, habe ich dir das gegeben.
meinte Jasmin lächelnd. Maria staunte. Die Familie und all die Freunde in der Schule, wie wundervoll! Habe ich es jetzt verstanden? Dachte sie hoffnungsvoll. Doch ihr blieb nur der Gedanke, dass sie sich auf das freute, was ihre Familie ihr schenken würde. Nachdem sie ausgiebig gelacht, gesungen und ein paar Kekse gegessen hatten, machten sie sich wieder auf den Weg nach Hause. Dort hängte Maria die Kugel sofort an den Christbaum, bevor ihre Mutter das Zimmer verschloss. Am späten Abend, als Marias Familie kam und sie sangen und lachten, betrachtete sie noch einmal die Weihnachtskugel. »Habe ich es wirklich nicht verstanden?«, fragte sie sich traurig. Plötzlich fiel Marias Blick auf die Geschenke unter dem Christbaum. Und sie fragte sich nicht mehr, was wohl darin sein möge oder wie viel es gekostet hatte. Sie war einfach nur glücklich. Glücklich, dass sie ihre Verwandten um sich hatte und nicht alleine mit den Geschenken war. Da bemerkte Maria, dass sie es verstanden hatte. Weihnachten war und ist ein Fest der Familie, ein Fest der Freunde und der Liebe. Und das würde ihr ewig in Erinnerung bleiben. Nachts am Himmel tausend Sterne, eine imposante Schau, Lichter bunte in der Ferne und die Weisen schauen genau. Nachts am Himmel tausend Sterne, als sie auf der Reise sind und sie wüssten schon so gerne, finden wir das Königskind. Vertrauen ihm überall, weist den Weg und immer weiter, bis zum Gotteskind im Stall. Weise Männer knien nieder, froh, dass sie am Ziele sind. Licht des Sterns scheint strahlend wieder, Licht fällt auf das Gotteskind. Stern in Dunkel. Sterne, tausend Fragen, tausend Zweifel überall. Doch drei Weise, die sich sagen, Gottes Licht scheint dort im Stall. Stern in dunkler Nacht hat uns froh gemacht, zeigt mit seinem Schein. Stern in dunkler Nacht.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch im Advent. Er schenke eurer Seele Ruhe, um sich auf ihn auszurichten. Er lasse den Tau des Himmels auf euch herabkommen, damit sich euer müder Glaube erfrische. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen, auf das ihr sehen werdet, wer er ist. Immanuel, Gott mit uns. So segne euch und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.